Ah, genau. Puh. Schock. Moment. Hier müsste ich Grip haben, hoffe ich mal, wenn ich hier runter rutsche. Also wenn ich mich hier runterfallen lasse, genau. Hier habe ich den nötigen Grip. Und habe den letzten Brocken in der großen Leere gefunden. So. Und von hier aus muss ich jetzt wohl auf den Zweig. Wow. Von dem Zweig lasse ich mich einfach auf das große runterfallen. Und fertig. Jawohl, die große Leere ist damit abgeschlossen. Und das ohne einmal zu sterben. Hey, das ist ein neuer Rekord. Also ja, wir haben jetzt 8 Brocken gesammelt. 2 von jeder Farbe. Den Chlorantiering. Das Wichtigste für in dem Gebiet hier übrigens. Der uns im Addon dann nützlich sein wird. Und 2 Seelen. Dann geht es jetzt ab ins schönste Gebiet überhaupt. Willkommen im Aschesee. Ja. Und wer sich noch an meine Reise durchs Grabmal der Riesen erinnert, der wird sich an diesen Anblick auch erinnern. Willkommen im Aschesee. Dem Reich der Drachen. Die längst vergessene Welt. Ja, es musste ein bisschen dramatisch klingen. So, erst einmal Leuchtfeuer. Und ja, hier sieht es unglaublich aus. Die Welt eingehüllt in Nebel. Und die Musik ist episch. So. Hier hätte ich jetzt gerne den Hartstahlring wieder angezogen. Weil hier müssen wir wieder noch ein bisschen kämpfen in dem schönen Gebiet. Also die Welt wird von Bäumen getragen. Weil wir sind ja durch diesen Baum hier unter der Schandstadt durch. Und über uns im Nebel liegt die Schandstadt. Was mich wieder dazu bringt, dass der Nebel eine größere Bedeutung hat. Und ja, wir laufen auf Asche rum. Denn die Fürsten haben hier alles verbrannt in ihrem Krieg gegen die Drachen. Hallo Hydra. Und bei dieser Melodie muss ich irgendwie an die ganz alten Super Nintendo Rollenspiele denken. Wow. Komm ruhig näher, Hydra. Ich hole mir deine Köpfe. So hoffe ich dabei, ohne ins Wasser zu fallen. So, erster Kopf ist ab. Ja. Au. Ja, wenn du mich umbeißt, ist das natürlich nicht so schön. Aber ich hau dir trotzdem die Köpfe weg. So, zweiter Kopf ist weg. Komm, komm schön her. So. Das war leider etwas zu schnell. Das hat nur für einen Schlag gereicht. Und ja, das hier ist keine normale Hydra. Das hier ist die sogenannte Black Hydra. Wow. Die eigentlich stärkere Version der Hydra. Aber da wir ja schon eine Imba-Rüstung haben und ein verdammt gutes Schild,
kann jetzt eigentlich fast nichts mehr anhaben, die Hydra. So, hauen wir die Köpfe weg. Oh, das war zu weit weg von der Hydra. Die übrigens einen Schildkrötenpanzer auf dem Rücken hat. So, komm. Ey, nicht so schnell. Wieso kann ich deine Köpfe gar nicht treffen? So aber. So. Wie viele Köpfe hast du noch? 1, 2, 3 haben wir abgeschlagen, also müsstest du noch 4 Köpfe haben. Ja. Wenn wir die Köpfe treffen. Wenn nicht, müssen wir Bogen-Action machen. Komm her, Mist. Und ja, ich mag die Musik von diesem Spiel hier. So, noch ein Kopf ist ab. Habe ich dich getroffen? Ja, ich habe dich getroffen. Komm, noch einen Schlag muss ich dir verpassen, dann kann ich den Rest mit dem Bogen machen. Du hast eh nur noch 3 Köpfe. Mist. So langsam. Ah, aber den Kopf treffe ich. Nicht. Komm. Den Kopf müsste ich jetzt aber treffen. Weißt du was? Das war falsch. Nein, nein, nein. Genau, das nämlich. Na komm. So, jetzt ganz schnell auf den Bogen wechseln. Sturzkontrolle brauche ich hier nämlich nicht mehr. Kann ich da draufhauen? Jawohl. So. Hat das gereicht? Ja, es hat gereicht. Hydra ist Geschichte. Und überhaupt 2 Drachensteine. Das hier ist übrigens das perfekte Gebiet, um an Drachensteine zu kommen. Weil, wie gesagt, das hier ist... Man könnte wirklich sagen, das hier ist der Friedhof der Drachen. Eine in Nebel gehüllte Welt. Und ja, der Nebel scheint doch eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Ich meine, wir haben Nebelwände überall, die uns den Weg versperren. Wir hatten sogar Gwyns goldene Nebelwände, die wir erst mit dem Lord Vessel auflösen konnten. Man könnte fast meinen, dass das hier die Welt nach Demon's Souls ist. Wer schon was über Demon's Souls kennt oder wenigstens die Geschichte kennt. Da wurde nämlich auch ein ganzes Königreich in einen unheilvollen Nebel gehüllt. Und ein Haufen mutige Leute sind halt durch den Nebel geschritten und nie wieder zurückgekommen. Nebel ist also... Der Nebel verfolgt uns durch alle 3 Spiele, wenn man es so sieht. Überlegt euch mal, hier ist alles voller Nebel. Und auch im Intro war gesagt, dass die Welt in Nebel gehüllt war. Und ja, dort drüben haben wir erst einmal wieder Muscheln. Diesmal in ihrem natürlichen Lebensraum, den Aschesee. Obwohl ich mir nicht sicher bin, welches ihr natürlicher Lebensraum ist. Das hier sind auf jeden Fall Trollmuscheln. So, es gibt nämlich nur 3 Stück hier. Die genauso stark sind wie ihre Verwandten in der Kristallhöhle. Wow.
aber nur 200 Seelen geben. Wie man gleich sehen kann, genau. Was ich leider nicht weiß, ist, ob ihre Drop-Chance geringer ist als die von den Muscheln in der Kristallhöhle. Aber das nehme ich auch mal stark an. Dort können wir uns ein bisschen umsehen und dann den Aschesee genießen. Das ist für mich wirklich einer der schönsten Orte in ganz ganz Lordwyn, im ganzen Spiel. Hallo, verdammt großer Kopf. Wow. Das muss der Kopf des Riesenkönigs sein hinter uns. So. Weil wir sind ja den Riesen schon begegnet. Jedenfalls dem Riesenschmied, dem und den Riesen in Sens Festung, den drei Stück. Und die Köpfe von denen waren alle nicht so groß wie der Kopf von dem hier. Ein Drachenkopf ist das, glaube ich, nicht, aber es hat Säbelzähne. Das sieht irgendwie ulkig aus. Was ist das? Ein verdammt großer Säbelzahntiger? Oh, und es hat Hörner. Ist das vielleicht doch ein immerwährender Drache? Kopf eines immerwährenden Drachen gewesen? Ist halt die Frage, wie sehen Köpfe von immerwährenden Drachen aus, wenn sie zum Schädel wurden? Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass die Bäume hier unten, die großen uralten Bäume hier unten überlebt haben. Ah, da liegt noch Loot. Und wir müssen hier natürlich aufpassen, weil wenn wir da runterrutschen, sind wir weg. Ich sammle jetzt erst einmal hier den Drachenstein rein. Und ja, wie ich sagte, hier dieses Gebiet ist super zum Drachensteine bekommen. Die Hydra allein hat ja schon zwei gegeben und jetzt haben wir auch noch mal drei gefunden. Jetzt haben wir schon fast 10 Drachensteine und 13 Dämonentitanit. Was das Dämonentitanit ist, werde ich euch wahrscheinlich erst kurz vor Ende des Spiels zeigen können. Also wenn wir die letzten Fürsten uns noch eingesackt haben. So, jetzt will ich erst einmal aber in diesen Baumstumpf hier rein. Das hier ist nur ein Stumpf. So. Am besten von unten rein. So. Die beiden töten. Und dann mit dem Bud Spencer Pilz hier tanzen. Genau. Au. Komm, schlag zu. Ich trinke mal einen Schluck. Genau. Zuschlagen. Ah, das wird uns treffen. Nein, das trifft uns doch nicht. Hatten wir Glück. So, bei dem können wir immer schön im Kreis tänzeln. Wow. Und letzter Schlag. Gut. So, da oben leuchtet was. Da kommen wir aber nicht so leicht dran. Das hier ist nämlich wieder ein Secret, sozusagen ein offensichtliches Secret. Wenn man nämlich da drüben hinguckt, ist dort ein Zugang. Und den müssen wir jetzt finden. Und die Musik ist so episch. So, dazu müssen wir hier raus. Dich da töten. Und wie man sehen kann, ist hier unten ein Eingang. Der ist allerdings nicht so leicht zu erreichen. So, vorsichtig hier runter. Gerade so drauf fallen. So. Kurzer Lichtblitz, weil es hier drin wieder anders beleuchtet ist. Und wir kommen an die verstärkte Zauberbarriere. Das ist ein schönes Wunder, was unsere Magie, unser Magiewiderstand erhöht. So. Jetzt können wir ganz vorsichtig. Sollten wir auch vorsichtig sein, weil hier die Kamera gerne mal auch noch ein bisschen spackt. Wegen der Kollision mit dem Baum hier. Ja, da drüben sehen wir die letzte Muschel.
So. Können wir hier runter und hier haben wir, hätten wir theoretisch den zweiten Eingang in das, in dem Baumstumpf gehabt. Und ja, das hier ist wirklich nur ein einziger Baumstumpf. Oder? Da hinten ist ein großer Baum wieder, auf dem wir uns langsam zubewegen. Aber ich glaube, das hier war nur ein Stumpf, oder? Nein, in dem Stumpf wächst auch ein Baum. Oder ist das der Baum von hinten? Nein, das ist nicht der Baum. Das da ist die große Leere, aus der wir gekommen sind. Und das da ist irgendein anderer Baum. Aber ja, wir wollen zu dem ganz großen, dicken Baum hier. Dazu machen wir noch eine Muschel kaputt. Ja. Zittere unter meiner Macht. Also ähnlich. Das ist echt mies. Das Bastardschwert hat genug Wumms, um die Muschel ständig ins Schwanken zu bringen. Nein, es ist doch nur ein Stumpf. Also ja, man, von hier aus sieht man es gut. Der Rest fehlt. Der Rest ist da. Guckt. Dieser Baum ist einfach abgebrochen und hier reingefallen. Ah, der arme Baum. Ein Läuterungsstein. Sehr nett. Gut. Dann folgen wir dem geschlängelten Pfad hier. Wir können auch wieder durchs Wasser laufen.